Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video möchte ich euch ein Zubehör vorstellen, mit dem man dekorative und funktionale Ösen sticken kann. Die Lochstickeinrichtung Nummer 82. Die Lochstickeinrichtung Nummer 82 ist ein umfangreiches Set. Das Set besteht aus 6 Ösenknöpfen in unterschiedlichen Größen, eine Halteplatte für die Ösenknöpfe, ein Lochstickereifuß, 2 Ahlen, mit denen man den Stoff verdrängen kann, 4 Locheisen in verschiedenen Durchmessern, ein Holzklötzchen, eine Befestigungsschraube, ein Schraubendreher und eine anschauliche Anleitung. Um Lochstickereien in Einlage in den Stoffen herzustellen, sollte man den Stoff in einen Rahmen einspannen. Je nach Größe des gewünschten Loches verwende ich entweder eine Ahle oder ein Locheisen. Mit der Ahle lässt sich der Stoff nur verdrängen. So können kleinere Löcher gearbeitet werden. Für größere Löcher verwendet man das Locheisen. Unter das Material lege ich das Holzklötzchen und setze das Locheisen auf den Punkt, wo die Lochstickerei gearbeitet werden soll. Mit festem Druck und leichter Drehung stanze ich das Loch aus. In die Halteplatte für die Ösenknöpfe setze ich den passenden Knopf zum Loch ein und schraube die Halteplatte auf dem Freiarm fest. Der Transporteur wird versenkt. Das Material setze ich nun mit dem Loch auf den Ösenknopf. Der Radstich ist eingestellt und ich hole den Unterfaden nach oben. Dann wechsle ich zum Zickzackstich, die Ösenkante umnähe ich grob und übernähe gleichzeitig die Anfangsfäden. Die Anfangsfäden habe ich abgeschnitten, jetzt wechsle ich den Stich. Meine Wahl fiel auf den Grasstich, den ich gespiegelt arbeite. Gleichmäßig führe ich den Rahmen. Um die Öse zu sichern, wähle ich den Geradstich an und nähe ein paar Stiche. Aber nicht nur dekorative Lochstickerei lässt sich mit der Lochstickeinrichtung Nummer 82 verwirklichen. Auch in Mieder oder Gürtel lassen sich perfekt passende Ösen arbeiten. Der Vorteil von genähten Ösen gegenüber Metallösen besteht nicht nur darin, dass sie beim Waschen nicht rosten, sie können zudem nicht ausreißen und man kann sie immer farblich passend zum Material arbeiten. Die Ösen bei diesem Gürtel habe ich auch mit der Lochstickeinrichtung Nummer 82 erstellt. Zu dem kompletten Gürtel findet ihr eine Anleitung auf dem Bernina Blog. Ich wünsche euch viel Freude beim Herstellen von Lochstickerei und Ösen mit der Lochstickeinrichtung Nummer 82. Eure Birgit. Bernina. Made to create.